Hallo Freunde, da sind wir wieder in Minecraft Dungeons. Wir stehen nach wie vor in unserer vermutlich Hauptstadt in der Gegend rum. Trainingspüppchen gefunden. Aussichtsturm, wo ich runterfallen kann. Sehr schön. Also es gibt hier schon einiges noch zu erkunden, aber darum sind wir jetzt nicht hier. Wir gehen in die Missionen. Wir bleiben einmal... Warte mal, jetzt schauen wir mal. So, was haben wir hier? Also, man kann das Zeug ja verwerfen auch. Ich habe ja hier eine Angel, dann nehmen wir eine andere. So, wenn ich die jetzt nehme, verwirf, kriegt... Ah, Diamanten dafür. Gibt es da einen Shortcut für das? Weil das aus Level 1 ist, brauche ich eigentlich nicht. Wolfsausrüstung, plus 1 Gesundheit, 20... Na bitte, ich bin mal Wölflein. Wir haben eh die ganze Zeit nichts gehabt. So, ist da ein Shortcut? Oder kann man mehrere selektieren? Nee. Das weg alles. Und Platz im Inventar. Beschwör deinen Wolf, der dem Kampf hilft. Dann tun wir das mal zur Seite. Nehmen wir das daher. So. Der Rest schaut gut aus. Verzauberung auf der Rüstung. 10% reduzierter Cooldown. Derweil noch egal. Feuerschaden pro Sekunde. Durch Rollen erzeugst du hinter dir eine Feuerspur. Dämonenjäger Diablo. 4 Sekunden lang Schaden nehmen, aber ich roll nicht wirklich viel, aber ich finde das jetzt auch ehrlich gesagt nicht so prickelnd. Ja. Aber mein ist ja wurscht, nimm mal cool dann. So, was gibt das Missionsteil her? Das haben wir, da war das Tutorial, das haben wir. Die gruselige Gruft. Empfohlene Kraft 4, meine Kraft 4. Ja. Oh, gut aus. Jetzt muss ich da mal rein. Ich weiß noch nicht, ob das online so eine gute Idee ist, weil irgendwie glaube ich, dass ich da in der Story nichts mitbekomme. Daher auch gerade meine Überlegung, ob ich das nicht... Ich breche es noch mal kurz ab. Oh ja, oh ja. Mein Fehler, das wird schon passen. Hoffe ich halt. Ich spiele jetzt einfach mal die Mission. Und dann schaue ich es mir nochmal im Offline-Modus an. Und schaue nach, ob das. Ob da irgendwas mir erklärt wird. Weil eigentlich ist es egal, ich könnte das Ganze ja offline auch mal durchzocken. Da bleibe ich sowieso im ersten Schwierigkeitsgrad. Sicher, sicher. Tasten muss ich mir irgendwann umbelegen. Gefällt das irgendwie. Nicht wirklich so, wie das belegt ist. Ich habe das normal immer so Q, W, E und dann wäre das T oder F. Egal. Oh. Einer draus. Leck, Arsch. Zack! Schattenform. Hilft! Wird man nicht gleich beballert? Ah. Falten dadurch, kann ich da irgendwann nicht mehr zurück oder? Läuft das eh. Ease heilen. Ah, der Heildrang hat eine Cooldown. Sehr schön. Das heißt, er kann da ja problemlos jedes Mal
den Heiltrank reinhauen, wenn wir gerade Zeit haben. Falls ich jetzt richtig bin, wo ich hin muss von der Mission her, dann muss ich zugeben, ist es reiner Zufall. Ich habe das, ich weiß das wirklich nicht. Ich renne da einfach nur gerade blöd rum. Geht gerade nicht auf. Das ist blöd. Schreit ja schon fast nach einer anderen Richtung, wo ich gehen muss, dann gehen wir da wieder zurück. Hier. Da ist auch nichts zum Drücken, soweit ich das sehe. Hier. Nochmal. Mein Fehler. Also zu oft sollte ich da nicht rumrennen, weil ich glaube, da stürze ich jetzt irgendwann ab. Ich meine, es ist schön, das Ding zeigt mal, wo ich hin muss. Mit dem Pfeilchen. Das Problem ist nur, dass ich, glaube ich, da noch nicht reinkomme. Aber man glaubt ja gar nicht, was das für einen Charme hat, das Ganze. Wenn man das in Minecraft-Optik in Diablo spielt. Das erinnert mich aber an Diablo 2. Ich habe auch immer mit der Karte offen rennen gehabt. So im Overlay, so wie jetzt gerade hier. Mal darüber. Spitzhacke. Die Spitzhacke ist seit jeher ein unverkennbares Werkzeug von Abenteuern und Helden gleichermaßen. Hat immer 26 Damage. Und ich werde das jetzt nicht verzaubern. Einfach so. Weil ich habe jetzt schon mitgekriegt, damit ich da doch etwas öfter. Was ist mit dem da? Ei. Ja, geht's sonst noch? Schwierigsten schwieriges gerade kann das sicher schon was. Wird nicht reinkommen. So, da muss es ja irgendwo einen Schalter oder so geben, dass ich diese komische Gruft da aufbringe. Also Gruft da, zeige ich da wieder aufs Lesen und gleich gesagt, dass ich dieses komische Etwas aufbringe. Wo ich da unten vor angestanden bin. Nochmal. Schießt jetzt gar nicht den Fernkampf weg.
Ich probiere es mal so mit den Rollen. Bleib stehen. Schattenform. Tatala. Rüstung. Jägerrüstung. Was kannten die? Auf jeden Fall mal mehr als mein Wolfi. Okay, die kann 1 gesunde, 20% Schadensverstärkungsaura für Waffen. Heilt alle Verbündeten in der Nähe. Fernkampfschaden, Pfeile pro Bündel und 21 Gesundheit. Nimmer. Allein das mit den Pfeilen. Kann ich mehr rumballern. Weg, 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 weg. Einmal, zweimal. Okay. Also ein Knopf, um was zu öffnen, finde ich hier gerade nicht. Vielleicht habe ich es dann jetzt eh vergeigt. Ich muss eh da runter. Jetzt gehe ich mal wieder dem Ding nach. Ne? Weil hierüber fehlt mir noch, da werde ich auch noch hingehen. Ja, genau. Na, ah. Angelaufen. Sehr cool, dass man alles so weit vorher schon sieht. Ich habe einen Live-Rack. Ein bisschen unsichtbar ist das Ganze da, was ich eigentlich tun muss, finde ich. Weil kann ich noch drüber rennen, aber irgendwann wird es jetzt kritisch. Hoppala. Das Tempel, jetzt renne ich aber schon ordentlich blöd in der Gegend rum. Kann ich hier irgendwas machen? So. Also wir stehen jetzt wieder hier an. Nö. Geleck mich doch am Arsch, ey. Das kannst du nicht sein. Das ist echt da gestanden die ganze Zeit. Zieht selbst in easy doch an. Und am wenigsten haben wir ja alles mögliche noch aufdecken können von der Karte, bevor wir weitergegangen sind. Weg.
mal da rein. Ein kleiner geschlossener Raum, den haben wir schnell durchforstet. Nutze ich nicht viel. Weg! Puh! Ich habe eine Spitzhacke, die schlechter war als meine. Da ist nichts was drin. Es scheint leer zu sein. Es scheint nicht leer zu sein, aber... auch nicht wirklich was Sinnvolles. Das Trefferfeedback ist cool. Wenn du rechts klickst, fühlt sich richtig massiv und mächtig an. Weg. Das ist auch Aufgang. Ja, cool. Level up. Wo sind wir denn Paragon Level? So, gehen wir mal dann nach hinten. Da gibt es auf der Karte nämlich einen Marker. Das heißt für mich normalerweise irgendwas Gutes. Ich kann den nicht aufschießen. Schade. Na dann. Ich wollte sozusagen Nahkampf, aber nicht mal das macht er. Verlasse die Gruft. Nein! Habe ich jetzt eigentlich irgendwas Schlechtes davon, dass ich das gestorben bin? Oder wie oft kann ich nicht sterben? Irgendwie... legendärer Bogen, legendärer Bogen, legendärer Bogen. Anlegen, mein Freund. Was haben wir da? Axtmäßig irgendwas Tolles? Nö. Ja, ein legendärer Bogen, den ich nicht nehmen kann, weil ich das Dynamit-Ding am Kopf habe. Heilen. Bom. Ist das cool. Das ist echt cool. Das haut so dermaßen rein, das Zeug. Das eingeschalten lassen, ich finde sonst nichts.
Her mit euch. Jetzt sollte ich immer warten, bis der andere mal geschossen hat, bevor ich da losgehe. Was ist eigentlich so ein Zweier holen? Der Wuffi. Los, Wuffi, mach die platt! Mach die platt, alle! Bam! Ui, okay, muss der schon raus? Schauen wir noch kurz, was da unten ist. Das ist so. Fuck that. Typisch Diablo. Aber was habe ich jetzt für ein schlechtes, wenn ich da runterfalle? Was passiert jetzt irgendwas? Ich habe das jetzt nicht mehr. Wenn das wer weiß, sagst du es bitte. Irgendwas Schlechtes hat sicher an sich. Ich weiß nur jetzt leider gerade nicht was. Stimmt, wir sind ja in die Gruft reinmarschiert. Muss es ja irgendwas Tolles wo geben? Nee. Und mal da lang. Holla, die Waldfee! Ausrüstung! Wuhu! Weg! Die Viecher sind sicher nicht mehr so leicht, wenn es nicht mehr One-Hits sind, weil da muss man, glaube ich, schon aufpassen, dass man nicht in die Luft fliegt. Sieht man so toll. So, ab nach drüben. Ich meine, mich interessiert wirklich, was da jetzt passiert, wenn ich sterbe. Hat meine Ausrüstung Haltbarkeit, die kaputt werden kann? So betrachtet, nö. Aber ich kann es immer noch verzaubern. Oh, warte mal, warte mal. Genau das meine ich. Ich hab da jetzt so. Achso, das sind andere Verzauberungsmöglichkeiten. Nehmen wir es einfach mal. So wirklich schief gehen kann ja nichts. Den Hund da unten, den lasse ich auch in der Leiste drin. Der hat mich jetzt beschützt, glaube ich. Aber ich habe 500 Pfeile. Das gibt's echt nicht. Ja. Also Pfeiler gibt's am Mars. Wieder. 600 Pfeile. Wie gesagt, das wird auch für den höheren Schwierigkeitsgrad eher so gemacht sein, sage ich mal.
Ich denke mal, da gibt es sicher Schwierigkeiten, was dann heißt, ohne Fernkampf kommst du nicht mehr weit. Muss ich den mal rein? Ja, egal, jetzt kriegen Apfel. Toll. Wir sind ein paar Mal den Gang entlang. Jawohl, wir haben die Gruft. Aber das nächste Mal im Offline-Modus. Ich weiß nicht, ob die Story, ob man das ein- und ausschalten kann. Ihr könnt es gerne auch in die Kommentare schreiben. Rennt die Story weiter, wenn ich es zum ersten Mal mache im Online-Modus oder nicht oder schon, weil man doch manchmal Videosequenzen oder kurze Unterbrechungen hat. Ich weiß nicht, was die anderen Spieler in der Zeit machen dann. Also ich habe keine Ahnung. Sehr schön. So. Was haben wir da ausrüstungsmäßig gefunden? Grüne Pfeile, 46 Schaden. Und die 51. Hä? Ne, brauchen wir das nicht. Die Angel ist ein Upgrade. Und da oben steht sie immer ewig an. Und den Rest können wir eigentlich wegschmeißen. Habe ich eigentlich irgendwo eine Truhe, wo ich was reinschmeißen kann? So. Stellen wir sie beim Schmied mal ein zufälliges Ausrüstungsteil her. Und schauen wir mal, ob für mein Level was Angemessenes rauskommt. Also halten zum Bestätigen. Trickbogen. Ein schlanker Bogen ist im Fall nie ein Ziel verfehlen. Trifft mehrere Ziele. Super. Schön, dass da ein Super steht. Wer sagt denn, dass ich das super finde? Siegeln, eine Zeremonienwaffe, die aus der Region des Wüstentempels stammt. Doppelwaffe. Super! Wie er es schon wunderbar vorsagt. Auch schwächer als meine. Das dürfte wieder so in die Richtung jetzt laufen, irgendwie. Gefunden ist besser als gecraftet. Vermute ich jetzt, dass das wieder so rennen wird. Haben wir noch 78 Pfeile? Verliere ich die restlichen dann wieder? Na gut, was haben wir noch missionsauswahlmäßig? Ne, ich habe ja erst zwei, da haben wir ja noch ein bisschen was vor uns. So wie es ausschaut. Okay Leute, danke! Wir sehen uns beim nächsten Mal und es geht jetzt stetig weiter. Mission für Mission wird wahrscheinlich ein Part werden, wenn die eh so wie jetzt ungefähr eine halbe Stunde dauern, ist das perfekt, Let's Play mäßig super geeignet. Lasst ein Abo da, es würde mich voll freuen. Ein Comment, ein Like. Jede Kritik ist willkommen. Wir sehen uns. Gesund bleiben, das Wichtigste. Bis zum nächsten Mal und ciao.